Nachdem diese Woche das neue Nachhaltig-Leben-Erweiterungspack angekündigt wurde, war die Stimmung in der Community eher gemischt. In diesem Video will ich meine Meinung und ersten Eindrücke mit euch teilen. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, seitdem das Nachhaltig-Leben-Erweiterungspack für die Sims 4 angekündigt wurde. Und ich glaube, jetzt können wir so langsam mal so ein bisschen über das neue Pack doch reden. Wir haben jetzt den ersten Trailer bekommen und ich muss sagen, dass das Gameplay-Thema mich jetzt nicht so ganz überzeugt. Also es ist jetzt wirklich nicht so sonderlich mein absolutes Lieblingsthema. Vor allem auch, dass sich die Community ja ein bisschen was anderes gewünscht hat, so dieses Farm-Thema und auch vorher ein bisschen Familien-Gameplay, alles Mögliche. Finde ich jetzt auf jeden Fall interessant, dass sie diesen Schritt gewagt haben und das jetzt so umgesetzt haben doch als großes Erweiterungspack. Ich muss sagen, als ich die ersten Sekunden so vom Trailer gesehen habe, war ich wirklich nicht sonderlich angetan. Das hat mich alles nicht so wirklich überzeugt. Aber als ich mir dann den Blogbeitrag nochmal ein bisschen genauer angeguckt habe, waren da doch schon ein paar coole Features dabei, wo ich mir denke, dass das auf jeden Fall noch spannend werden könnte. Das kann ich wirklich jedem von euch auch empfehlen. Immer wenn ihr ein Pack seht, im Trailer sieht man meistens die coolen Szenen, aber dann in den Blogbeiträgen stehen wirklich interessante Dinge drin und auch wirklich dann die Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel, dass es eine neue Karriere gibt, kann man ja im Trailer gar nicht so richtig sehen. Ich glaube, das ist fast auch das Feature, was mich jetzt so am meisten interessieren würde. Doch dieses selber Dinge herstellen, wie dieses Upcycling und auch das Kerzen herstellen und dass man seine eigenen Möbel aus Müll machen kann, finde ich doch, glaube ich, fast irgendwie das Interessanteste so jetzt am Pack. Bei den Trailern muss man meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen aufpassen. Also zum Beispiel bei Inselleben war es so, dass ich wirklich richtig gehypt war, aber dann im Nachhinein vom Gameplay nicht ganz so überzeugt war. Das war auf jeden Fall schon ein bisschen enttäuschend meiner Meinung nach. Komplett im Kontrast dazu, zum Beispiel Werde berühmt, da fand ich den Trailer nicht sonderlich stark. Da gab es irgendwie nicht so viel meiner Meinung nach, aber dann doch, im fertigen Pack war da doch noch viel Gameplay drin, was man dann halt vorher nicht so erahnen konnte, wie dieses Videoschneiden, das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und dieses Unternehmen, dieser Unternehmensaspekt, der da mit drin war, war auf jeden Fall doch ganz coole Features, die dann halt im Trailer nicht drin waren. Und bei Nachhaltig Leben bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wie dann so dieses insgesamte Gameplay ablaufen wird, wie viel Substanz da dahinter steckt, vor allem halt hinter den neuen Features wie diesen Gemeinschaftsprojekten, finde ich auf jeden Fall, glaube ich, auch eines der stärksten Features, also zumindest die Features, die mich jetzt am meisten interessieren. Da bleibt dann natürlich auch nochmal spannend, wie es dann umgesetzt wird auf jeden Fall. An sich ist das Thema ja eigentlich auch eine ziemlich aktuelle Sache, das habe ich auch schon bei Tiny Houses gemerkt. Ich habe das Gefühl, die Entwickler gehen auf jeden Fall im Spiel immer so ein bisschen mit der Zeit jetzt in diesem Sphere vor allem und greifen auch aktuelle Themen auf. Dieses Tiny Houses Thema ist ja schon was glaube ich zu Sims 3 Zeiten, also 2009, 2013 gar nicht so verbreitet war, und jetzt auch Umweltschutz ist ein starkes Thema, was ja ziemlich polarisiert und was auch wichtig ist, und ich glaube, das so ins Spiel zu bringen ist doch vielleicht auch eine gute Sache und zeigt auf jeden Fall ziemlich, dass Sims auch eine moderne Spielereihe ist, das kann man glaube ich so sagen. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt irgendwie witzig, dass die Entwickler so ein Feature wie Umweltschutz einbauen, obwohl man ja vorher in die Sims gar nichts hatte, was hätte geschützt werden müssen. Also die Umwelt wurde ja eigentlich in Sims 4, glaube ich, ganz gut behandelt. Es gab keine Autos, mit denen man hätte rumfahren können. Es gab sonst keine sonderlichen Belastungen im Spiel. Du konntest deinen Müll nicht irgendwo hinschmeißen. Also wird jetzt quasi im Pack ein Problem behandelt, was es vorher im Spiel gar nicht gab, aber natürlich in echt auf jeden Fall. Das fand ich so ein bisschen paradox. Aber ich glaube, es ist jetzt auch eine gute Sache, dass wir das im Spiel vielleicht ebenfalls behandeln doch. Ehrlich gesagt, auch beim Langzeitspielspaß kann ich aktuell noch gar nicht so richtig das Spiel einschätzen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass es zum Beispiel so ein bisschen wird wie bei Strangerville. Da war ja die Story ein richtig cooler Ansatz. Du kannst einfach mal mit deinen Sims was anders machen und einer Sache auf den Grund gehen. Aber dann so in der Nachhaltig-Leben-Erweiterung wird es dann so sein, dass man seine Region aufräumt, dann ist man fertig und dann, keine Ahnung, schaut man sich die Region an und hat quasi nichts mehr von dieser Erweiterung so richtig. Oder wird es dann auch was sein, was langfristig auf jeden Fall Spaß machen wird? Wie jetzt zum Beispiel die neue Karriere, da könnte ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall langfristig Sinn macht, die zu spielen. Weil bis man alle Objekte hergestellt hat und alles in dieser Karriere gemacht hat, kann vielleicht auch ein bisschen Zeit vergehen.
Ebenfalls cool am Pack finde ich auf jeden Fall diese Verwandlung, die irgendwie stattfindet. Also ich glaube, wir hatten es noch nie so richtig im The Sims 4 und auch allgemein in den Vorgängern, dass sich die Welt so gewandelt hat. Ich glaube, das ist eine Sache, die auch von vielen gar nicht so richtig aufgegriffen wurde, weil wenn man sich jetzt beispielsweise mal hier die verdreckte Version von Evergreen Harbor anguckt, sieht man ja, dass hier alles so ein bisschen doch kaputt ist am Gebäude, aber dann in der quasi aufgeräumten Version, wenn wir mit dem Umweltschutz quasi fertig sind, kann man sagen, ist eigentlich hier auch das Gebäude viel, viel schöner, hat hier Pflanzen, was es vorher nicht hatte. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch die ganze Welt. Das finde ich auf jeden Fall eine extrem coole Sache, weil man so eine Veränderung einfach sieht, die es vorher vielleicht gar nicht so arg gab. Und man kann als Spieler vielleicht auch noch so ein bisschen mehr eingreifen, wenn man das so sagen kann. Also das ist auf jeden Fall was, was mir aufgefallen ist, was ich vielleicht auch ganz cool finde. Als ich so die Kommentare gelesen habe, ist mir auch aufgefallen, dass viele Spieler gemeint haben, dass es ja irgendwie voll zusammengeklaut ist, weil es dieses Aufräumen ja schon mit Inselleben gab. Aber ich kann diesen Punkt nicht so ganz nachvollziehen, weil klar, dieses kleine Feature gab es ja schon bisher. Aber so ausgearbeitet und so groß und mit so vielen Sonderfeatures wie diesen Gemeinschaftsprojekten und allem Möglichen, was halt noch drin steckt, was man auch im Blogbeitrag gelesen hat. Naja, es ist ja sehr stark ausgebaut und diese kleine Sache, die man im Pack machen kann, gab es zwar in Inselleben, aber es gibt ja noch so viel mehr. Ich fand es aber auch einigermaßen spannend zu sehen, dass ja in den Kommentaren viele das Pack kritisiert haben. In meiner Umfrage aber war der Punkt mega, also als Bewertung für das Pack, mit 23% eigentlich relativ weit vorne. 34% haben natürlich auch dafür gestimmt, dass sie sich ein anderes Thema gewünscht hätten. Ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen, aber ich glaube, ich lasse mich jetzt einfach noch so ein bisschen überraschen, was so doch das Pack bringen wird und was wir noch sehen werden. Es wird ja auch noch einen Livestream von den Entwicklern zum Pack geben und es wird noch einen neuen Gameplay-Trailer geben. Das wurde von den Entwicklern auch bestätigt, logischerweise, wie es auch bei den anderen Packs der Fall war. Also insgesamt meine Highlights, würde ich sagen, sind auf jeden Fall die neuen Gemeinschaftsprojekte, weil ich denke, dass es so im wöchentlichen Takt eigentlich ganz interessant klingt. Und vielleicht noch die neue Karriere auf jeden Fall, weil ich es eigentlich ganz cool finde, so mit den Sims immer irgendwelche Sachen herstellen zu können. Und ich glaube, das könnte auch echt gut werden. Im Gegenteil, also die Solarplatten und die Windräder und so, das werde ich garantiert alles überhaupt nicht nutzen und nicht platzieren, weil ich das nicht schön finde und im Spiel vielleicht auch gar nicht so brauche. Also das ist dann so ein Aspekt, den ich gekonnt ignorieren werde. Jetzt bleibt auf jeden Fall noch spannend zu sehen, was jetzt so in den nächsten Wochen noch für Infos kommen werden. Ich halte euch dann natürlich weiter auf dem Laufenden. Vor allem interessiert mich auch die neue Welt, die dann vielleicht auch wieder einiges ausmacht. Vom Trailer sah es jetzt so aus, als würde es einigermaßen viele Grundstücke geben, aber das kann natürlich auch einfach nur so aussehen, das weiß man jetzt bisher noch nicht. Wahrscheinlich müssen wir einfach abwarten. Wahrscheinlich wird es auch besser als Zeit für Freunde und auf jeden Fall besser als mein erstes Haustier, da bin ich mir ganz sicher. Wie fällt eure Meinung zu dieser Erweiterung aus? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert und gebt einen Daumen nach oben. Also dann, bis zum nächsten Video.